Ja, Tag zusammen. So, ich habe gute Laune. Das Wetter ist ausnahmsweise mal wieder gut. Also es hat ja jetzt auch viel geregnet. Ihr wisst, wir haben so ein bisschen Delay drin, ein paar Wochen, ja. Wir haben jetzt gerade schönes Wetter und treffen uns jetzt hier gleich, um den Apparillo hier aufzusetzen. Ich habe jetzt gerade mal unsere kleine Lagerstätte ausgeräumt hier aus der Kabine, die jetzt hier für die letzten Monate das Gartenhäuschen war. Haben nicht so viel geschafft, wie wir gerne gemacht hätten. Also hier noch schweißen und was weiß ich nicht, alles mal gucken. Egal. Ich werde gucken, dass wir hier diesen Rost, der sich hier bildet, wenn der Truck wieder am Stall steht und ein bisschen unter Dach und man nicht jahreszeitunabhängig, aber wetterunabhängiger daran arbeiten kann, dass wir hier mal so ein bisschen Abschleifarbeiten und was weiß ich nicht machen. Und auf jeden Fall gucken, dass der Rost nicht weiter sich frisst. Gut, jetzt ist ein bisschen Zeitsprung drin, weil mal wieder dieses wunderbare Kameragerät den Geist aufgegeben hat. Ich weiß nicht, wo wir jetzt genau stehen geblieben sind, aber ich zeige jetzt mal, was wir hier getan haben noch. Also überall sind neue Kabinenlager drin. Hier vorne habe ich die so ein bisschen abgeflext. Hier hinten lasse ich das, ne? Also eigentlich wären die auch hier so abgeflext. Aber ganz ehrlich, da hinten komme ich nicht dran. Hier stoße ich mich eher mal an der Kante. Das war auch nochmal vorbei, sehe ich hier gerade. Gut. Vielleicht ist es gerade schon aufgefallen im Kameraschwenk hier. Diese Leitungen. Alles hier neu, ne? Hier war ja auch so eine, die Leitung hier ist neu, also dieser Schlauch, den haben wir neu gemacht. Hier diese PA-Leitungen sind neu mit hier diesen Verschraubungen. Das haben wir alles im Dunkeln gemacht, das konntet ihr ja dann auch nicht mehr sehen. Am Ende des Tages ist ja hier auch noch eine Einkreisbremsanlage verbaut. Eigentlich will ich das auch zurückbauen und brauche ich nicht. Vielleicht mal auf Zweikreis umbauen, aber eigentlich brauche ich das überhaupt nicht. Hier ist auch irgendwo ein bisschen was undicht, vielleicht baut man das Ding einfach zurück und gut ist. Da bräuchte ich aber zu gegebener Zeit nochmal einen Tipp, was ich hier wegbauen muss und was ich hier irgendwie kurz schließen muss oder so, oder überbrücken. Gut, also die Leitungen zum, hatte ich gerade, Allrad, Zapfwellenkupplung, ne? Alles neu, schon mal neu. Hier in ausreichender Länge logischerweise nach vorne verlegt. Und wenn nachher der Deckel drauf kommt, dann machen wir uns hier auch so einen Bereich, wo wir locker easy trennen können. Und gut ist, also falls wir nochmal in diesem Leben und auf diesem Kanal die Kabine abnehmen müssen, dann haben wir es da dahingehend ein bisschen leichter, dass wir die Verbindungen besser trennen können. Ja, das müsstet ihr eigentlich alles gesehen haben. Hier sind jetzt auch die Bleche dran. Ich habe auch schon so weit gefettet, wo ich hier dran kam, logischerweise. Öl haben wir aufgefüllt. Das ist jetzt drin. Was wir heute noch machen müssen, ist den Ölfilter wieder anbringen. Da schneiden wir hier noch eine passende Dichtung. Ich habe Dichtpapier mitgebracht. Und dann müsste der eigentlich an der Stelle, war auch meines Erachtens nicht hundertprozentig dicht. Da müssten wir ihn aber auch dicht bekommen. Und dann müsste eigentlich auch ölmäßig alles ruhig sein, weil das Getriebe ist jetzt komplett neu abgedichtet. Ich war ja noch mal an der Ölwanne dran, die ja auch bisher noch dicht ist. Gut, der ist bisher noch nicht viel gelaufen seitdem, ne? Ja, das ist so Stand der Dinge. Also ich muss jetzt mal genau auf die Uhr gucken, muss mir nämlich jetzt beeilen und schon mal alles vorbereiten, damit wir gleich verzugslos starten können. Weil was wir nicht haben, ist Zeit. Ja, ich habe die jetzt gerade noch mal versucht, so ein bisschen auszutarieren, ne? Dass die nachher einigermaßen gerade drauf kommt. Die steht jetzt ein bisschen hoch, logischerweise. Ja, ich habe jetzt kein Maßband dabei, ne? Aber ihr wisst, die steht jetzt höher, logischerweise, als
als sie hier drauf kommen. Aber ich will mir ein, wenn ich dann nachher ablasse, erwischen wir eigentlich den Punkt, wo sie einigermaßen gerade hier drauf kommen. Wichtig ist, dass wir hier diesen Apparillo da gut durchbekommen. Und natürlich die Schaltstöcke. Ne? So, ich fahr schon mal in Posi. Das gibt jetzt schön dicke Arme, ey. Kann ich euch sagen. Ohne Heckgewicht. Gerade so ein bisschen der Eiertanz. Ja, ganz einfach. So stehe ich jetzt aber mehr oder weniger gleich. Wenn man so guckt, so stehe ich gleich mehr oder weniger schon da, wo wir hinwollen. Ne? Also hier unten ist das Lager. Da hinten durch, ja, von der Perspektive her seht ihr das wahrscheinlich nicht so wie ich. Genau. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen runtergelassen. Die Tür werde ich noch eben noch einen Gurt drum machen, einmal um die Kabine, dass die nicht so rumschlackert. Weil wäre schade, wenn die jetzt auch noch irgendwie kaputt gehen würde. Ne? Außerdem ein Gurt ist kein Gurt, ne? Ach, wobei, sobald der Captain Metal da ist, brauchen wir wahrscheinlich eh die Tür, damit er gucken kann, dass dass der Handbremshebel richtig eingefädelt ist. Der hat auch ein bisschen gelitten beim Ausbau, wie ihr seht. Ne? Das Blech steht ja ein bisschen hoch. Ja, egal, das kriegen wir auch wieder runter. Gut, also wir machen jetzt eine kurze Pause und wenn der Schnitt vorbei ist, dann sind wir zu zweit und starten hier. Ja, also bis gleich. Alle müssten mich sehen. So, das müsste geklappt haben. Das kommt jetzt beim Deutz vorne rein. Da hatte ich auch überlegt, also wenn es jetzt nicht so aufwendig ist. Ja. Das sind immer die besten Sprüche, wenn es nicht so aufwendig ist. Wenn man hier noch so einen kleinen Rahmen drum machen kann, wenn die Kamera hier unten läuft mit Deutzcam oder so, das wäre irgendwie ganz witzig. Deutzcam. Den armen Kollegen brichten wir auch mal wieder auf, ne, damit der auch mal wieder was sieht hier. Dann komm! Bisschen rüber! Und ein bisschen nach vorne! Okay. Ja? Ja, aber wir stoßen dann gegen den Frontlader.
Nee, das geht. Da ist noch Platz. Ja. Gerade? Ja, mach mal weiter so. Mach mal weiter so. Vielleicht noch ein bisschen höher. Okay. Achtung! Ja. Okay. Und jetzt? Ja, gut. Noch ein bisschen. Gut. Jetzt lass mal langsam runter. Ja. Aber ich glaube, Björn, wir müssen generell noch was darüber. Vielleicht vorwärts, rückwärts so ein bisschen darüber tängeln. Jetzt weiter runter. Du, guck mal hier. Siehst du den Kupplungszylinder? Ja. Wird ein bisschen eng werden. Okay. Langsam runter. Ja. Geht los. Ja. Ja, weiter. Weiter. Ja, passt wunderbar. Okay. Weiter. Ah, stopp mal. Da hängen wir. In den Ecken. Mach nochmal einen kleinen Ticken hoch. Achtung. Ja. Langsam runter. Noch weiter runter. Ringe? Ja, Moment mal. Das ist da drauf. Lass mal noch ein bisschen runter. Noch ein bisschen. Weiter? Ja, Stück für Stück. Jetzt hängen wir mit der Lenkung. Da müssen wir durch. Muss ich jetzt mal gucken, dass ich das irgendwie durchgehebelt kriege. Ansonsten müssen wir noch mal ein Stückchen hoch. Warte, ein kleines Stückchen hoch. Keine Ahnung. Ja, ja. Okay, top. Wunderbar. Ja. Und runter? Achtung. Ja. Weiter? Shit. Aber ein kleines Stückchen hoch. Ja.
Ja. War ich natürlich nicht so gern mit hier mit den Händen mit rum operieren. Aber. Gehen und runter. Irgendwo hängen wir noch. Hier ist es nicht. Der Handbremshebel ist auch nicht. Also ich kann nichts sehen, wo wir hängen. Aber wir sind auch noch ein Stückchen weit, zu weit nach hinten. Das versuchen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Aha, da haben wir gehangen. So, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. So, ich setze euch mal wieder hier hin. Moment. Sorry, wenn das Bild ein bisschen wackelt, aber. Lass mal runter! So, wie ihr gerade mitbekommen habt, zack, sitzt hier hinten, das sieht man schlecht, da sitzt. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Vorne links sitzt, hinten links, da sitzt. Hebel sind alle da, Lenkung können wir rausholen. Handbremshebel, hallo. Hydraulikhebel, hallo. Tja. Den größten Schwachsinn haben wir gepackt. Jetzt hängt es nur noch am Verkabeln. Verschlauchen. Alles am Laufen kriegen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich bin begeistert, was Sie hier geschafft haben. In wenigen Monaten. Nee, also Quatsch beiseite. Also der hat natürlich jetzt ein bisschen gelitten, logischerweise, witterungsbedingt. Egal. Technisch steht er jetzt aber, glaube ich, wieder ganz gut da. Und ich bin sehr froh, dass der kleine Unfall hier, ne, ja, mehr nicht hinterlassen doch, hat. Doch, es hat mehr hinterlassen. Ja? Jetzt sieht man. Ja, pass auf. Achso, ja, da. Ne, guck mal, hier ist ein kleiner Spalten. Aber, ne? Aber. Ich kenn ja Metaller. Ja, guck mal von hinten. Die ganze Kabine ist nach. Also hier diese ganze Ladefläche ist nach links runter. Siehst du das? Ja. Das sieht man sogar auf der Kamera. Ja. Ja, gut, aber kriegen wir hin. Wir haben eine hübsche Motorradbühne, dann drücken wir das einfach wieder hoch und dann ist das Thema hier jetzt. Ist halt blöd passiert gerade, aber zum Glück keiner drunter gestanden. Richtig. Kabine sitzt. Boah, ich bin echt, ja, ich bin gerade ein bisschen happy, weil jetzt gucken wir uns das mal von der Ferne an. Aber nicht von hinten. Hey, es sieht wieder aus wie ein Truck. Ja. Lecco mio. Wer hätte das geglaubt? Dass so zwei Dummdöse wie wir das irgendwie hinkriegen, Getriebe da einzubauen. Ja. Alles klar, ihr seht, es wird schon wieder ein bisschen dunkler. Das heißt, sind wieder ein paar Stunden vergangen. Und das hier ist ein Ölfiltergehäuse. Und das hatte ich ja vorhin gezeigt. Das müssen wir hier wieder dran machen. Da haben wir uns selber eine Dichtung geschnitten, also beziehungsweise dieser heiße Typ. Hey. Und er hat hier eine Dichtung geschnitten. Ja, die müsste eigentlich passen. Die wird passen. Die wird passen. Schrauben wir an. Ja, ansonsten haben wir hier so ein paar Kleinigkeiten erledigt. Bremspedal wieder montiert, ein paar Schläuche hier wieder angeschlossen. Oben, also die Wasserschläuche sind wieder dran.
Im nächsten Step müssen wir uns natürlich noch um die Kupplung kümmern und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal darum, wieder dieses Ölfiltergehäuse zu montieren. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass der Motor insgesamt jetzt ein bisschen höher steht als vorher. Da können wir uns natürlich auch vertun. Das ist komisch, ne? Ja, aber es wirkt zumindest so. Was war das? 17, ne? Ja. Also die ja, ne? Wahrscheinlich. Ich hole mal gerade was. Genau, hol mal Ratsche, also ja, Verlängerung. Ja, und so. Ja, theoretisch könnte man ihn jetzt starten. Nee. Wieso nicht? Hast du Schlüssel da? Hast du also angeschlossen? Theoretisch könnte man ihn aber starten. Ja. Er würde nicht fahren, aber... Starten ist uninteressant. Ja, richtig. Das Fahren wäre interessant. Aber ernsthaft, du hast recht, der sitzt höher. Haben wir da irgendwie was durch das Getriebe, dass wir das nochmal gelöst und richtig hingesetzt haben? Haben wir da was verbessert? Oder, ich weiß es oder nicht. Meinst du, ist das alles das kleine Pilotlager? Ja. Auf dem das jetzt hält. Gut. Also, das ist ja jetzt nur noch semi-spektakulär. Wir reißen ihn natürlich jetzt auch noch nicht an. Erstmal müssen wir noch alle Anschlüsse dran machen. Dann müssen wir auf der anderen Seite gucken, wo die Kupplung, der Kupplungsgeberzylinder, wie wir den montieren, müssen wir entlüften. Und dann machen wir wahrscheinlich auch noch neue Flüssigkeit rein. Hier wollten wir auch mal gucken, ob wir da noch mal was Neues reinmachen. Ja, ansonsten, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für dieses Video. Ne? Es geht voran, die Hütte ist drauf. Vielleicht hängen wir noch eine Tür ein, aber auch das ist ja eher uninteressant. Also bis nächste Woche. Ciao!